Hallo. Guten Morgen. Ja, herzlich willkommen zur Frühschicht zum 3. September hier am Herbstanfang. Zur ersten Frühschicht aus diesem Herbst. Aus diesem Herbst, ja. Die Zeit der Übergangsjacken ist gekommen. Genau. Und du hast auch schon ausnahmsweise mal einen Pullover an. Ja, genau. Und Herr Schäfer hat heute Morgen keine kurze Hose an, das muss man auch mal betonen. Du hast sonst immer eine kurze Hose. Das stimmt nicht, aber das diskutieren wir später. Ach, schade. Ja, das hätte ich jetzt gerne ausdiskutiert. Ja. Wir haben viele spannende Themen, weil das Sommerloch ist vorbei. Ne? Der Herbst hat angefangen, dementsprechend haben wir wieder viele Termine, viele Inhalte. Und mit Inhalten fangen wir an, nämlich heute mit einer haarigen Angelegenheit. Es geht um den berühmt-berüchtigten Kalligrafie-Schnitt. Wer kennt ihn nicht? Der ist besonders interessant für Menschen. Klingt so. Für Menschen, die nicht so volles Haar haben. Das hat jemand erfunden, der nennt sich Brohrmann. Das ist eine besondere Schere und die wird irgendwie erhitzt oder so. Das ist ein Messer. Messer. Ich glaube, es ist ein Messer. Was Herr Brohrmann, der Friseur ist, erfunden hat. So, und jetzt kommt's. Der ist nämlich zur FH Münster gegangen und wollte das nämlich mal überprüft haben, ob das wirklich besser ist und ob das Haar fülliger macht und ob da kein Spliss entsteht und wie das alles ist. Und dabei ist rausgekommen, das ist wirklich besser. Genau, der ist zum Fachbereich Maschinenbau gegangen, hat gesagt, hier ist mein Messer, zerschneidet mal ein paar Haare, legt die unter das Mikroskop und schaut mal nach, was das so gebracht hat. Das haben sie gemacht und tatsächlich ist es so, dass wenn man mit diesem Gerät, was Herr Brohrmann dort erfunden hat, die Haare schneidet, weniger Aufspaltungen bei den Haaren zustande kommen. Und das führt wohl dann dazu, dass mehr Fülle auf dem Kopf ist. So. Das hat Herr Petersheim und die Ingenieurin Cornula Füst. Haben das überprüft. An ihrem Supermikroskop. Das ist sehr spannend. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, guckt ihr in den Kommentaren. Und oder was jetzt noch kommt, genau, sie sind nämlich im Fernsehen. Im Fernsehen. Morgen in der Höhle der Löwen. Genau, Brohrmann zumindest ist zu Gast in der Höhle der Löwen. Wer die Sendung nicht kennt, dem erklären wir das jetzt auch nicht, weil das zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Wer die Sendung nicht kennt, morgen Abend läuft die auf RTL. Ja. Ich glaube 20.15 Uhr. Und da ist Herr Brohrmann und er erwähnt natürlich auch die FH Münster. Richtig. Richtig. So, jetzt kommen wir zur Rettung der Weltmeere. Rettung der Weltmeere. In dieser Angelegenheit wird bei uns an der FH ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und zwar gibt es ebenfalls in Steinfurt einen Doktoranden, der sich mit einem Verfahren beschäftigt, wie man Plastik so herstellen kann, dass es sich, sofern es irgendwie am Ende im Meer landen sollte, was natürlich generell nicht gut ist, so zersetzt, dass nichts mehr davon übrig bleibt. Das ist genial. Das ist ziemlich genial. Was aber jetzt nicht so ist, dass das Plastik, was jetzt schon in den Weltmeeren ist, sich dann irgendwie auflöst. Das ist nämlich schon fälschlicherweise aufgenommen worden. Das Problem bleibt natürlich bestehen und muss irgendwie anders gelöst werden. Aber für die Zukunft ist das vielleicht keine schlechte Idee, wie es funktioniert. Ich versuche es mal zu erklären. Ich bin natürlich auch kein Experte. Aber das Plastik, was die entwickeln, wird so gemacht, dass sich in dem Plastik bereits ein Katalysator befindet, der auf Sonnenlicht reagiert. Und so wie er mit Sonnenlicht in Verbindung kommt, das Plastik zersetzt, sodass am Ende nur noch Wasser und Kohlenstoffdioxid übrig bleibt. Ist jetzt natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich meine Flasche Wasser aus dem Supermarkt in den Einkaufswagen tue und über den Parkplatz durch die Sonne schiebe? Da löst sich das ja auf. Das ist schlecht. Deshalb, glaube ich, das ist spannend. Schlecht. Genau. Wenn ein Einkaufswagen so macht. Genau, deshalb wird dieser Katalysator noch von einem bestimmten Stoff umgeben. Oder beziehungsweise daran arbeiten die, der dann auf Salz reagiert. Und dann löst sich das Plastik eben erst auf, wenn es mit Salzwasser in Verbindung kommt. Würde ich gerne mal sehen. Ist eine coole Idee, muss man natürlich aber auch sagen, hilft nichts bei Flaschen, die jetzt irgendwie in Süßwasserflüssen landen oder im Wald oder was weiß ich wo. Deshalb ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Aber es gibt noch viele Probleme an dieser Front zu lösen. Aber wie man sieht, wir sind da dran. Sehr gut. Jetzt machen wir mit der Story weiter. Echt? Krieg zwei Themen hintereinander? Naja, das haben wir nicht gut geplant. Ja, macht nichts. Am Mittwoch ist Storytag und an diesem Mittwoch geht es um Lars. Lars macht mit bei Cross Border Talent, das haben wir, glaube ich, schon mal vorgestellt. Ja, da war schon mal jemand da, beziehungsweise wir waren in Steinfurt bei denen und die haben mal kurz erklärt, was das ist. Vielleicht verlinken wir das auch nochmal, damit ihr ein bisschen mehr Informationen zu Cross Border Talent bekommt. Genau. Das ist nämlich eine spannende Sache. Wer Bock hat, ins Ausland zu gehen, ins nahe Ausland, nämlich nach Holland, in die Niederlande, richtig. Der kann da in verschiedensten Firmen arbeiten und mal ein bisschen andere, Unternehmensphilosophien kennenlernen. Genau. Also wer einen Platz sucht für ein Praktikum oder für seine Abschluss, ich glaube, es geht primär um Abschlussarbeiten, die geschrieben werden,
in Unternehmen. Der kann sich da bewerben und wird dann vermittelt an Unternehmen in den Niederlanden. So hat Lars auch gemacht. Der ist bei einer Firma, die Geoinformationen erstellt. Also die Moritz, was sind Geoinformationen? Das kann ich dir sagen. Die entwickeln Web-Applikationen mit Karten drin, wo du zu verschiedenen Regionen entweder Informationen bekommst oder Informationen selbst sammeln kannst, was so den eigenen Stromverbrauch zum Beispiel angeht. Ich denke, der speist sich dann hinterher auch. So, und Lars hat sich damit beschäftigt, wie man diese Produkte, die diese Firma herstellt, auf dem deutschen Markt hinterher etablieren kann. Also es geht um Marketing, könnte man sagen eigentlich. Mhm. Lars wohnt in einer WG mit 5 Holländern, eine ganz verrückte Kombination. Wer wissen möchte, wie es Lars in den Niederlanden geht, der klickt am Mittwoch rein. In die Story. Denn da ist Storytag. Richtig. Mensch. So. Als ob man das abgesprochen hätte. Gut, machen wir weiter mit Terminen, weil da der Terminkalender fühlt sich ganz stark. Und wir fangen an mit dem Ja, mit etwas, was Jens vielleicht auch gebraucht hat. Ja, könnte. Nämlich das Sprachtandem. Es geht aber nicht um die deutsche Sprache, mit der ich Probleme habe, sondern um andere Sprachen. Da kann man nämlich mit ausländischen Mitbürgern, mit Studierenden, Muttersprachlern. Gut. Hm. Ja. Wie wären jetzt zum Beispiel Sprachtandem? Ich könnte die deutsche Sprache Englisch irgendwie. Ich kann dir aber nichts beibringen. Ja, das stimmt. Das ist generell. Nein. Auf jeden Fall könnt ihr dann zum Beispiel mit jemandem in Kontakt kommen, der Niederländisch spricht und der bringt euch Niederländisch bei und der bringt Deutsch bei. Das ist das Prinzip des Sprachtandems. Genau. Da könnt ihr euch ab heute anmelden. Links sind in den Dings. Ja. So, dann haben wir am Wochenende, wer am Wochenende noch nichts vorhat, kann jetzt schon planen, da gibt es richtig Halligalli und zwar im Bioenergiepark in Sabeck. Da gibt es neben verschiedenen Angeboten Fahrgeschäfte etc., also es ist ein bisschen kirmesartig, könnt ihr auch sehr viel zum Thema alternative Energien erfahren. Ihr könnt zum Beispiel ein Windrad besichtigen und vieles anderes mehr. Mehr Informationen verlinken wir. Genau. Richtig. Machen wir weiter. Am 18.09. gibt es eine Informationsveranstaltung für Menschen aus den Pflegeberufen. Es geht um die Pflegeberufekammer. Ich muss ein bisschen ablesen. Das ist ein schweres Wort und ich habe ja Probleme mit der deutschen Sprache. Also es geht um die Pflegeberufekammer und ihr bekommt da alle Informationen dazu, was das ist, wie das hilft, wie die sich organisieren etc. pp. Schönen Gruß an Herrn Quitter, der hat uns diesen Termin reingereicht. Ihr dürft auch gerne jederzeit Termine reinreichen. Wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch bei uns. Wir nehmen die gerne auf für die Frühschicht. Richtig, vielleicht erzählen wir es hier sogar. Am 27.09., das sagen wir jetzt schon so ein bisschen hin, aber wir sagen es jetzt schon, gibt es den Fit-Tag bei uns in Steinfurt. Das ist vor allem interessant für Leute, die sich für ein Studium bei uns interessieren und wissen möchten, was man denn bei uns alles studieren kann. 27.09. in Steinfurt, Tag der offenen Tür, Anmeldungen, Informationen, Links in den Kommentaren. Genau, kriegt er demnächst bestimmt auch nochmal in einer der weiteren Frühschichten mehr Informationen dazu. Genau. Einen letzten Termin haben wir noch, nämlich den Firmentag in Steinfurt, der ist am 9.10., ist auch noch ein bisschen hin, aber könnt ihr euch auch schon mal rot in den Kalender eintragen, denn das ist eine spannende Geschichte. Viele Unternehmen aus dem Kreis Steinfurt und Umgebung kommen dahin in ein großes Zelt auf dem Campus in Steinfurt. Ihr könnt da hingehen, könnt euch mit den Leuten von der Firma unterhalten, Informationen sammeln, fragen, ob ihr da ein Praktikum machen könnt oder vielleicht eine Abschlussarbeit schreiben könnt. Oder einen Job haben für euch, wenn ihr fertig seid. Genau, manchmal gibt es ja auch Ferienjobs oder sowas und darüber kommt man dann zur späteren Abschlussarbeit oder in den Beruf. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Deshalb ist das immer eine spannende Sache in Steinfurt beim Firmentag. Richtig. So. Das war's. Das war's. Boah, so viel habe ich schon lange nicht geredet in der Frühschicht. Ja, mein Mund ist auch schon ganz fotterlich. Ja. Gut. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Ja, das war die letzte Frühschicht auch, glaube ich, aus der Höfer-Stiftung. Kommende Woche ziehen wir ja um. Da müssen wir mal schauen, wie wir das am Montag machen. Wir werden uns auf jeden Fall melden. Mal gucken von wo. Und mal gucken, was wir dann machen. Ist ja Herbst. Vielleicht bauen wir Kastanienmännchen. Ja, das hast du letzten Herbst auch schon erzählt. Habe ich? Ja. Ja, dann müssen wir das aber wirklich mal machen. Haben wir nicht. Vielleicht, ja. Ja, vielleicht so. Drucken wir auch Kastanien. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Wiedersehen.